Auf dem Weg zur WM 2019 in China haben die deutschen Basketballer auch ohne viele Stammkräfte das letzte Länderspiel des Jahres gewonnen. Die bereits für die Endrunde qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Henrik Grödel setzte sich gegen Estland 87:70, 41:27 durch. Am Montag in Ludwigsburg war Johannes Thiemann 18 Punkte in Ludwigsburg der erfolgreichste Werfer und hatte großen Anteil am 9. Sieg im 10. Spiel. Zum Abschluss der Qualifikation für die WM geht es im Februar gegen Israel und Griechenland noch um den Gruppensieg. Bei den Griechen hatte Deutschland am Freitag die bislang einzige Niederlage kassiert. Wir wollten Gas geben und mit sehr viel Leidenschaft spielen, sagte Grödel nach der Partie. Natürlich waren auch ein paar Fehler drin. Aber ich bin heute stolz auf die Mannschaft, wie sie gespielt hat und sich eingesetzt hat. Nach starkem Start hatten die Gastgeber zunehmend Probleme mit den Esten und führten nach dem ersten Viertel nur knapp 21:19. Im Hinspiel im September hatte sich Deutschland mühelos 86:43 in Tallinn durchgesetzt, allerdings in ganz anderer Aufstellung. Estland reiste mit einem erfahreneren Team nach Ludwigsburg. Der DBB-Auswahl fehlten hingegen die NBA-Profis um Dennis Schröder und Daniel Theis, alle Spieler vom deutschen Meister FC Bayern und die abgereisten Leistungsträger Robin Wentzing und Mike Zirbis. Beide müssen in dieser Woche schon wieder für ihre Clubs antreten. Grödel testet 3 DBB-Debütanten. Ich will, dass meine Mannschaft hier heute zeigt, dass sie was drauf hat, forderte Grödel unmittelbar vor dem Sprungball. Sein junges Team steigerte sich in der Offensive und führte Mitte des zweiten Viertels erstmals mit 10 Punkten 31:21, wirkte in der Verteidigung aber auch oft verunsichert. Der tabellenletzte Estland hatte bereits vor dem drittletzten Qualifikationsspiel keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme, trotzdem kämpften die Gäste verbissen um jeden Ball. Knapp 9 Monate vor der Endrunde in Asien, 31. August bis 15. September 2019, wollte Grödel die Begegnung auch nutzen, um neue Spieler zu testen. In Sidmar Lontais, Science City, David Kremer, Ratio Farm Ulm und Philipp Herkenhoff, Rasta Fechter, feierten 3 von ihnen ihre Premieren im Nationalteam. Wenn Schröder und Co. im Sommer zurückkehren, wird der Kampf um die 12 Plätze im Kader jedoch neu geführt. Kurz vor Ende des dritten Viertels zog Deutschland vor 3.491 Zuschauern trotz einiger Nachlässigkeiten im Angriff erstmals auf 20 Punkte davon, 59:39. Die Esten spielten ein gutes Schlussviertel, doch das war insgesamt zu wenig.